Krone TV ist heute zu Gast in dem mehr als beeindruckenden Scania Demo Center in Södertälje, nur wenige Kilometer südwestlich von Stockholm. Hier können auf etlichen Kilometern perfekt ausgebauter Straße, aber auch Schotterpisten, Uphill and Downhill, eine Riesenauswahl an Zugmaschinen und Motorwagen mit den verschiedensten Aufliegern und Aufbauten getestet werden. Und wenn vorne der King of the Road zieht, dann braucht es hinten die passende Krone, sprich den passenden Krone-Auflieger. Neben rein dieselbetriebenen Zugmaschinen zeigt Scania natürlich auch elektrisch unterstützte Hybride oder aber auch vollelektrische Trucks. Alles, was das Truckerherz begehrt. Aber auch Busfahrer kommen voll auf ihre Kosten und natürlich auch bei Bedarf voll elektrisch. Das mit dem Busfahren muss ich unbedingt testen. Busfahren ist im Vergleich zum Truck eine komplett andere Welt. Du sitzt ungleich näher am Asphalt und gefühlt etliche Meter vor der Vorderachse. Und diese Kombination vermittelt dir dieses unglaubliche Feeling in der Kurve. Der super leise elektrische Antrieb ist Balsam für das lärmgeplagte Städteohr. Und sowohl der Truck als auch der Bus produzieren quasi free of charge beim Bremsen rekuperativ Strom, mit dem dann wieder die Batterien gespeist werden. Der Truck mit 9 Batterien an Bord hat eine Reichweite bis zu 250 Kilometern, respektive circa 4,5 Stunden und wird dabei perfekt von dem sehr leicht laufenden geschweißten Chassis des Krone-Aufliegers unterstützt.